Welche Erfahrungen habt ihr mit Diskriminierung gemacht? Lasst uns endlich frei darüber sprechen mit Hashtag MeToo. MeToo ist der neue Hashtag gegen Diskriminierung von Minderheiten. Doch warum zwei? Weil ich mehr bin als nur eine Identität. Ich fühle mich in Deutschland zu Hause, habe hier Freunde, gehe hier arbeiten. Und gleichzeitig kann ich auch mich zu einer anderen Kultur oder zu einem anderen Land verbunden fühlen. Weil das Land beispielsweise mich geprägt hat, meine Eltern dort geboren sind oder ich die Sprache mag. Die zwei Seiten verschmelzen. Sie stehen nicht im Widerspruch.